Armin vom Innovationskolleg TU Berlin. Wir folgen einer Gegenwartsdiagnose, die davon ausgeht, dass die Suche nach Innovation, die Herstellung von Innovationen, von Neuheiten, spektakulären Erfindungen, nicht nur in der Technik oder in der Wirtschaft zu finden sind, sondern eben auch in vielen anderen Bereichen der Gesellschaft zu finden sind. Und ich bin in dem Arbeitsbereich, der sich mit Kunst und Kultur auseinandersetzt. Stimme verändert sich jetzt. Jetzt fühle ich mich ein bisschen in die Nase. Ich bin schon in Ordnung hier. Ich schaue mir an, wie eigentlich Kunstwerke zu guten und anerkannten Kunstwerken gemacht werden in der Gegenwartskunst und habe mich dabei dann eben mit Leuten unterhalten, die genau diese Entscheidungen treffen und sich damit auseinandersetzen, ob das jetzt eigentlich gute Kunst ist, die sie sich anschauen und deren Entscheidungen und Beurteilungen auch Folgen haben für den Werdegang, für das Ausgestelltwerden von Kunstwerken und den Lauf von künstlerischen Karrieren. Und die Kunst ist in dem Sinne, was die Innovationssuche angeht, ein ganzer Gesellschaftsbereich par excellence. Seit den Avantgarden geht es darum, Neuheiten zu produzieren, zu zeigen, auszustellen. Man soll sich nicht wiederholen, es gibt so Grenzwertigkeiten, ab wann etwas eine Variation ist oder Leute sich einfach nur noch wiederholen. Und diese Suche nach Neuheiten betrifft eben nicht nur die Künstlerinnen und Künstler, die sich nicht wiederholen möchten und ihre Werke erarbeiten, sondern auch alles drumherum, nämlich die Institutionen, in denen Kunstwerke gezeigt werden, die müssen sich auch erneuern. Das ist ein richtiges Dogma, dass Museen müssen auch gegenwärtig und zeitgenössisch sein und man kann nie den alten Stiefel weiterführen und muss sich immer zeitgemäß präsentieren. Da ist der Bereich der Kunst inzwischen reflexiv geworden, der schaut eben auf sich selber, dadurch, dass solche Bewegungen wie Institutionenkritik, aber auch in der Suche danach, was eigentlich alles schon gewesen ist und was nicht wiederholt werden sollte, ist die Aufmerksamkeit im Ausstellungswesen auch da. Dass innovative Ausstellungskonzepte entwickelt werden. Und deswegen würde ich jetzt hier schauen, eben auf Initiativen und alternative Ausstellungsräume, die vor allen Dingen in der Gegenwartskunst eine neue Rolle spielen, eine ganz andere Bedeutung gewonnen haben. Denn sie versprechen eigentlich, der Nährboden zu sein, die Dynamik in die Gegenwartskunst zu bringen, gegenüber alten etablierten Playern wie den Museen, die archivieren und für die Ewigkeit bewahren, ist das Dynamische, das Innovative eben in kleinen alternativen Formaten zu finden, so die Hoffnung auch in der Gegenwartskunst. Dabei müssen dann alternative Räume, wie alle anderen Beteiligten im Kunstbetrieb auch, im Grunde eine paradoxe Aufgabe lösen. Sie müssen nämlich die Neuheiten einordnen, aber die Neuheiten sind ja eigentlich erstmal unbekannt. Sie sollen das andere sein, das einem erstmal fremd ist, sich sperrt, ungewöhnlich ist. Und auf der anderen Seite muss es ja erfahrbar sein, verstehbar sein und soll vermittelt werden. Das muss eigentlich dann in einen Zusammenhang gebracht werden, der traditioneller ist, der auf Dauer gestellt ist. Und diese Ambivalenz ist etwas, das die Ausstellungsräume, ob das jetzt dann Galerien sind oder eben einen Ort wie die Ausstellungshalle Eulengasse, die müssen das alles umsetzen können. Der Spagat ist eigentlich dann besonders gut aufgehoben in solchen temporären Orten oder Orten, die kleiner organisiert sind, die eben nicht die Sicherheit haben von staatlicher Unterstützung, weil sie weniger Einfluss haben und dadurch auch viel weniger reglementiert sind, weniger Erwartungen sich entgegengestellt sehen und haben dann eben die Aufgabe, Neuheiten, Innovation und Entwicklung für die Gegenwartskunst zu ermöglichen. Das ist aber ein bisschen das zweite Paradox, was hier gleich auftaucht, ist, dass der Normalfall allerdings schon in der Gegenwartskunst produziert werden. Also eigentlich ist die Regel, dass was Neues kommt.
Aber diese Regel, die Normalität wieder zu brechen, wie es eigentlich in der Kunst die übliche Sache ist, führt zu einem Paradox, dass man da gar nicht so wahrlich aufbrechen kann. Alternative Ausstellungsorte stellen also dann Raum zur Verfügung und verfolgen dabei unterschiedliche Ziele. Und da habe ich dann so ein bisschen mal durch meine Erinnerung gestromt, was mir so einfällt, hier in der Region, welche Orte ich kenne. Die können halt geschützte Orte sein, der Eigenlogik, wo die Kunst sozusagen zu sich selbst kommt und möglichst frei von anderen Einflüssen Kunst gezeigt und hergestellt werden kann. Das wäre für mich zum Beispiel die Familie Montes, die Meres Macke. Mirek Macke hat ja hier auch schon vorgetragen. Das ist ein Ort, der sich von Künstlern für Künstler darum dreht, eben nicht sich auf andere Anforderungen einstellen zu müssen. Dann gibt es noch ein Verständnis von Kunst, das sich kritisch mit der Gegenwart auseinandersetzt. Da fällt mir die Akademie für interdisziplinäre Akademie für interdisziplinäre Prozesse hier aus Offenbach ein, die die Gegenwart anschaut, die kritisch reflektiert, die eben in künstlerisch bearbeitete Erfahrungen umformt. Können aber auch Orte sein, die eben diese scheinbaren Gegensätze vom Kunstmarkt, von finanziellen Abhängigkeiten zu verbinden suchen. Und genau diese Vermischung findet eben hier bei Tausch, dem der Messe für kaum zeitgenössische Kunst statt. Oder die Ölhalle hier in Offenbach auch im Hafen war auch so ein Ort. Wenn ich jetzt dann so als Soziologin ankomme, bin ich bin ich sehr theoriegeprägt und habe mich schon sehr gefreut über die Theaterrollen, die genannt worden sind. Das ist eins meiner Lieblingsbücher. Jetzt schreibe ich mal ab. Wir alle spielen Theater, also für alle, die die Präsentation interessant gefunden haben, da gibt es von Irving Goffman ein ganz tolles Buch. Da geht es darum, jetzt, wenn es, dann zurück zu den Ausstellungsorten, mit welchen Mitteln und Ressourcen jetzt im Kunstbetrieb und in alternativen Räumen dann auch mit anderen Organisationsformen gearbeitet wird, um eine Freiheit zu erlangen oder was Neues auszuprobieren. Kann man mit bestimmten Kapitalsorten erklären, die ich vom französischen Soziologen Pierre Bourdieu ableite. Was einem natürlich als erstes in den Sinn kommt, das ist immer wieder ein Thema, ist das ökonomische Kapital, das man braucht, um Projekte umsetzen zu können, um Kunstwerke machen zu können. Sofern man nicht zum Beispiel Lyrik, da hat man wenig materielle Nöte, da braucht man vor allen Dingen sicherlich auch Zeit. Das chronisch knappe Geld ist eben also eine zentrale Ressource, die alternative Kunstorte immer wieder besorgen müssen. Eine andere Kapitalsorte, die eine wichtige Rolle spielt, ist die Macht. Das war nämlich die Definitionsmacht, zu sagen, das, was hier passiert, ist relevant. Das muss man gesehen haben, da soll man hinkommen. Also Öffentlichkeiten generieren und anderen Leuten zu vermitteln, dass das, was hier passiert, relevant ist, ist eine zentrale Ressource innerhalb dieses ganzen Prozesses. Das Wissen über Kunst ist eine weitere Ressource, nicht nur kunsthistorisches Wissen, sondern eben zum Beispiel auch Wissen darüber, wie man sich eigentlich präsentiert. Da sieht man ganz neue Schleifen von ökonomischen Anforderungen, dass man sich in einer Berufsrolle wie eine Profession sich ordentlich präsentieren muss, um eben als Künstlerin oder Künstler tatsächlich anerkannt zu werden. Was noch verteilt wird, ist Aufmerksamkeit. Wenn man zu einer Veranstaltung geht, ist man auf der anderen nicht. Leute sind da oder nicht da. Darum zu werben, dass Menschen vorbeikommen und Ausstellungen, Personen, ihren Werken Aufmerksamkeit schenken, ist ein ganz wichtiger Punkt, insbesondere für alternative Ausstellungsorte. Das Städel ist so sicher etabliert, dass es sich in gewisser Hinsicht nicht so große Gedanken machen muss um die Ressource Aufmerksamkeit, aber gerade die kurzfristigen Projekte brauchen Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, um überhaupt zu zeigen, dass sie da sind.
Dann haben wir das ökonomische Kapital, das kulturelle Kapital, das symbolische Kapital, das ist der soziale Status. Wenn ich jetzt sage, ich komme von der TU Berlin, das ist eine ordentliche Uni, ich habe irgendwas Wissenschaftliches studiert, dann habe ich einen tollen Status. Und wenn man Künstlerin oder Künstler ist, dann kann man sagen, ich habe den Meisterschüler beispielsweise, ich habe an der Städel-Akademie studiert oder an der Universität Kassel. All das sind so symbolische Kapitalien, die man so elegant ins Gespräch einfließen lässt, wenn es darum geht, seine eigene Position darzustellen. Und diese Kapitalsorten müssen Orte wie der Tausch Contemporary Art Fair auch mitbringen. Und je nachdem, je mehr Tipps man von dieser verschiedenen Art von Kapitalsorten hat, desto mehr Freiraum, mehr Spielraum und Einflussmöglichkeiten hat man. Und das gilt eben nicht nur für alternative Ausstellungsorte, sondern für jede Institution, jede Person im Kunstfeld. Über die Reihenfolge und die Bedeutung dieser verschiedenen Kapitalsorten, Geld, Macht, symbolische Anerkennung, gesellschaftlicher Status, kulturelle Bildung, Wissensstände, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Dass zum Beispiel der Zugang zu Kunst sehr niedrigschwellig sein soll, dass Kunst keine exklusive elitäre Veranstaltung sein soll, dass Kunst ein Grundnahrungsmittel beispielsweise des Geistes ist. Da gibt es eben dann unterschiedliche Vorstellungen, die bestimmen auch, was man eigentlich unter Kunst versteht, was Kunst eigentlich da sein soll, auch eingebettet in andere Gesellschaftsbereiche. Mit einem anderen französischen Soziologen, die forschen ein bisschen mehr als die deutschen Soziologen zur Kunst, Pierre-Michel Mondré, lassen sich da nochmal vier Verständnisse von Kunst einordnen. Und die erste ist eigentlich so eine klassische, die man auch immer schon aus den 70er Jahren kennt. Das ist eine ganz strikte Trennung zwischen Markt und Ausstellungswesen und Vermittlung und Produktion. Die zweite Position beschreibt eigentlich die Wahrnehmung, dass es eine eigenständige Kunst gibt. Die Autonomie ist besonders wichtig, aber die wird durch einen Markt, durch ökonomische Interessen kolonialisiert und immer weiter bedroht. Die dritte Person, die dritte Position geht noch einen Schritt weiter und ist dann sogar noch pessimistischer bei und sagt, ökonomische Interessen, die zerstören die Kunst in ihren Grundfesten, denn die Kunst ist das andere, sie verfolgt andere Ziele, ist ausgerichtet auf ganz andere Werte, wie zum Beispiel die in der Politik, in der Wirtschaft oder auch in der Wissenschaft. Dann gibt es jetzt eine aufkommende neue Bewegung, die sagt, nein, nein, das ist homolog, das ist gleichförmig, das ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel anders in der Kunst wie in anderen Gesellschaftsbereichen. Und sieht sogar in der Art des künstlerischen Arbeitens, in den Grundmerkmalen in besonderem Maße die Anforderungen für eine gegenwärtige Gesellschaft wiedergegeben. Die Eigenständigkeit, das Engagement, Kreativität, Projektarbeit, eigene Motivation, das sind alles Eigenschaften, die Künstlerinnen und Künstlern zugeschrieben werden, die als Sozialfigur ein Riesenvorbild ist und eigentlich jetzt die Orientierungsfigur der Gegenwart darstellt. Und diese Vermittlung zwischen Kunst und Markt ist eigentlich gerade das brisante Thema, auf das man immer wieder stößt. Die auch eben gerade bei einem Format wie hier dem Tausch geleistet werden muss, wo sich diese Veranstaltung positioniert und sagt, wir vermischen das, wir möchten gerne verschiedene Elemente zeigen und wir machen eine Plattform, wir bieten Workshops an, wir bieten Möglichkeiten der Weiterbildung an, es gibt kleine Vorträge, es gibt aber eben auch eine Verkaufsfläche und eben das symbolische Kapital, dass man Kontakte knüpfen kann, dass man sich weiterhelfen kann, dass man aber auch Sachen verkaufen kann und damit dann eben Geld verdient, dass man seinen Status und seinen Einfluss eben innerhalb einer Veranstaltung klarstellen kann oder sogar ausbauen kann. Das ist eben diese spielerische Herangehensweise, in der Markt und Ausstellungswesen miteinander verbunden werden. Das Bild der Gegenwartskunst in der Öffentlichkeit ist eigentlich geprägt durch Hypes und Blasen, durch unglaubliche Summen, Fantastillionen werden für kleine Papierhäufchen
bezahlt und wer nicht regelmäßig zur Ausstellung, zur Eröffnung geht, in Galerien geht, erlebt eben die anderen Gesichter des Kunstfeldes nicht und wundert sich dann eben, wie kommen solche Entscheidungen über Qualitäten zustande, warum werden bestimmte Dinge gezeigt und andere nicht. Ist es eigentlich gerecht, nach welchen Kriterien wird uns das eigentlich ausgewählt? Und diese Aufmerksamkeit für den Kunstmarkt wird jetzt, weil das Kunstfeld so reflexiv ist, wirkt es nach meinen Beobachtungen eben bis auf die Ebene hier, dass wir beim Tausch stehen und absichtlich Ausstellung und Verkauf miteinander verbunden werden, wirkt es rein, dass nämlich die Auseinandersetzung zwischen der Notwendigkeit und auch dem Willen, Kunstwerke verkaufen zu wollen, wenn man zum Beispiel davon gern leben möchte oder damit die Nächsten finanzieren möchte, verbunden werden muss, austariert werden muss mit einer eher ästhetischen Auseinandersetzung mit Kunstwerken, die mit ökonomischen Aspekten eigentlich nichts zu tun hat. Die Frage ist dann, wenn man die verschiedenen Kapitalien hat und wenn man verschiedene Rollen hat innerhalb des Feldes, dass nämlich die Trennung zwischen Institutionen wie dem Museum und Institutionen, also dem Museum, die nur ausstellen, Ausstellungshallen, Kunsthallen, Kunstvereine und eigentlich einer klaren Trennung, einer großen oder einer gut bewachten Grenze, so habe ich es immer wahrgenommen, zu Institutionen, die verkaufen. Und die einzigen, die eigentlich wechseln dürfen, sind die Galeristen, die ein Bindeglied darstellen. Diese Vermischung, die jetzt immer wieder versucht wird, wo an der Grenze innerhalb des Kunstfeldes gerüttelt wird, da lässt sich natürlich auch fragen, ob das eigentlich eine gute Idee ist. Denn was damit bisher organisiert wurde, ist, dass nämlich bestimmte Interessen, nämlich die Auseinandersetzung mit Kunstwerken, so wie sie sind, und Interessen des Verkaufs, der Vermittlung, eben organisatorisch tatsächlich auseinandergehalten wurden. Da aber eben die Grenzverschiebung und die Kritik an Konventionen zum alltäglichen Brot der Gegenwartskunst gehört und der zeitgenössischen Kunst, wird dann selbstverständlich sozusagen auch genau diese Grenze angegriffen und auch theoretische Debatten über, ob es eine autonome Kunst überhaupt geben kann, spielen auch noch mit da rein. Was ich mir noch hier gerade dann gestern hatte ich die in die Hand bekommen, die in der Kunstzeit ins Auge gefallen war, ist ein Artikel von Karl-Heinz Schmidt, der in der aktuellen Ausgabe eine Krise des Vertrauens diagnostiziert, der innerhalb der Kunstwelt, die innerhalb der Kunstwelt gerade aufgetreten ist. Er führt da Fälschungsskandale an, unlautere Geschäftspraktiken wie im Fall Aschenbach. Alles sind für ihn Anzeichen der Erosion von Vertrauen, das aber mit Grundpfeiler des Kunstfeldes und aller Prozeduren, die in der Vermittlung im Verkauf von Gegenwartskunst stattfinden, darstellen. Der Kunstmarkt hat sich seit den 90ern exponentiell verändert. Es sind unfassbare Summen, die da hin und her gehen. Biennalen sind seit 1990 von ungefähr 20 auf derzeit 400 angestiegen. Und auch das ist nochmal ein Element, das hier für diese Ausstellungsform und diese Kunstmesse interessant ist, dass nämlich Kunst, Biennalen, Gegenwartskunst wird ein Mittel der Stadtentwicklung. Die kreative Stadt, ökonomische Entwicklung wird mit der Krücke Gegenwartskunst, zeitgenössische Kunst angegangen. Und dieses Vertrauen fußt eigentlich auf einem Stand und einer Anzahl von Menschen, die mit Ausstellung, Verkauf und Kunst beschäftigt sind, die auch in den 1990ern ungefähr 3.000 bis 4.000 Menschen umfasst haben. Wenn man in Europa sich bewegt hat, waren das nochmal deutlich weniger, waren das 400, 500 Leute und man kannte sich. Und dann hatte man sowas wie eine Händlerehre, man konnte sich auf bestimmte Dinge verlassen. Es gibt viele informelle Prozesse innerhalb des Kunstfeldes und inzwischen ist es so expandiert, dass die Regelungen und Konventionen, die Praktiken, mit denen Ausstellungsentscheidungen getroffen werden oder Verkäufe organisiert werden, einfach nicht mehr stabil und verlässlich sind
und dann die Vermischung von Verkauf und Ausstellung tatsächlich auch ein Symptom ist für die Schwierigkeiten, dieses Vertrauen tatsächlich auch konstant zu halten. Das fängt genau diese Veranstaltung wieder auf, dadurch, dass es in einem sehr lokalen Zusammenhang etwas überregionaler mit Frankfurt eingebettet ist. Aber das sind Entwicklungen, die im Zuge einer Ausrichtung auf Neuheit, die immer wieder Grenzverschiebungen herstellen will, immer neue Formate herstellt, daraus entstehen. Und das Vertrauen ist wiederum die Grundlage für diesen Tausch von Geld, Macht und Wissen. Wenn ich innerhalb meiner Arbeit auf Veranstaltungen gegangen bin, wurde erst immer geprüft, wer bist du eigentlich? Lohnt sich das, mit dir zu sprechen? Gebe ich überhaupt mein Wissen weiter? Erzähle ich dir von der und der Ausstellung, was man da und da machen kann? Erzähle ich dir von der Antragsmöglichkeit, dort und dort Geld organisieren zu können? Also nicht nur der ökonomische Tausch, sondern der Tausch von Aufmerksamkeit, Anerkennung, Wissen, sozialen Zugang zu Ressourcen und Möglichkeiten sind ein zentraler Punkt im Kunstfeld und insbesondere für temporäre und prekäre Organisationen, die alternative Aufstellungsorte darstellen. Jetzt möchte ich am Schluss nochmal diese drei Linien, diese Diskurse zusammentragen. Innerhalb der Stadtentwicklung ist also Kunst ein wichtiger Faktor geworden. Das ist jetzt seit Jahren im Leitbild der Stadt verankert mit Quartiersentwicklung und allen möglichen unterstützten Aktionen in der Hoffnung, dass eben die kreative Klasse, Künstlerinnen und Künstler in einem zweiten Schritt ökonomisch die Stadt voranbringen. Das ist quasi ein Angriff auf die Eigenlogik, auf die Autonomie von Kunst. Wenn sie auf einmal für Interessen anderer Felder wie Politik, anderer Akteuren in Dienst genommen wird. Der Beispiel für die zweite Linie ist insbesondere das Verlassen jetzt Offenbach, das Profil der Kulturstiftung des Bundes, hat aber viel mit künstlerischen Praktiken, eben mit der Produktion von Kunst zu tun, dass dort nämlich aus solchen Quellen das Geld für künstlerisches Forschen, für Performances, für gesellschaftlich engagierte Kunst fließt. Das heißt, dass nämlich andere Projekte weniger gefördert werden und damit eben mit einer Vorstellung von Kunst gearbeitet wird, die annimmt, dass Gegenwartskunst sich mit der Gegenwartsgesellschaft auseinandersetzt und Konflikte löst, benennt und zum Thema macht. Auch das kratzt schon wieder an die gehütete Autonomie der Kunst, die Eigenständigkeit und in einem schwächeren Kontext eher so eine Eigenlogik, eine Eigenständigkeit. Also das muss nicht so ein anspruchsvoller Autonomiegedanke sein. Und in der dritten Linie steht eben die Veranstaltung hier selbst, der Tausch selbst in der Verbindung von Verkauf und Vermittlung und rüttelt eben an konstitutive Elemente der Kunstwelt. Hier stehen eben etablierte Rollenverteilungen zur Debatte. Galeristen gibt es hier gar nicht. Ja? Die finden das vielleicht auch gar nicht so toll. Die haben ja, hier ist, es ist eine, sind welche dabei. Ja? Jedenfalls war es aus dem Programm erstmal nicht zu erkennen. Künstlerinnen und Künstler kuratieren sich selbst, das heißt, die Kuratoren werden auch abgeschafft. Also es ist ein Direktverkauf von Künstlerinnen und Künstlern an Leute, an Kunstinteressierte. Und damit werden schon viele Wege, die eigentlich normal und selbstverständlich sind, innerhalb des Kunstbetriebs verkürzt oder ausgelassen, absichtlich, denke ich doch mal. Was eben diese Unübersichtlichkeit, die man in Kriterien, was eigentlich gute Gegenwartskunst ist, was die Kunst in der Gesellschaft tut, welche Rolle alternative Organisationsformen, alternative Vermischungen von Verkauf und Präsentation angeht, was wiederum zu tun hat mit dem Vertrauen, das man einander gegenüberbringt oder ob hier eine Formalisierung wie anderen Gesellschaftsbereichen auch, dann gibt es halt Verträge, dann gibt es Checklisten. Ich bin Künstlerin, wenn ich an der Akademie war, wenn ich das Präsentationstraining gemacht habe, wenn ich das und das gemacht habe, dann habe ich alles geschafft und dann kann man sagen, jetzt müsste es noch was werden. Ne? Dann klingel ich noch bei der Galerie, jetzt muss mich jemand vertreten.
wer im Alltag in der Kunstwelt unterwegs ist, weiß, wie fern diese Vorstellung ist. Und da muss sicherlich noch viel verhandelt werden, was eben zwei sehr stark gegenübergestellte Bereiche wie mit Kunst, mit dem Verkauf, weil wir die Kunst machen, eigentlich nichts zu tun haben. Wir nehmen das Geld okay. Und im Ausstellungsbereich, der intellektuell ist, der reflektiert, der Genuss bietet und den ökonomischen Aspekten, die ausgegliedert werden, die Händler erledigen das. Das ist so eine Zweischneidung, über die sicher noch viel diskutiert werden wird, wie man eben auch in Offenbach anhand dieser Veranstaltung sehen kann. Und dann hatte ich mir am Ende noch überlegt, möchte ich Sie auch zu einem Tauschrausch anstiften, da wir hier ja auch Schlag nach dem anderen Schlag auf Schlag kommen, habe ich gedacht, vielleicht schauen Sie jetzt im Laufe der nächsten Zeit in Ihre Taschen und schauen mal dabei, was Sie zum Tauschen dabei haben. Da können Sie mal überlegen, warum Ihnen das wertvoll ist oder ob es Ihnen nicht wertvoll ist und Sie es deswegen tauschen mögen und können mal untereinander tauschen, was Sie hier zu bieten haben und mitgebracht haben für diese Veranstaltung. Das können Kontakte sein, das kann Ihr Wissen sein, das kann Ihr Geld sein für die Kunstwerke oder die EC-Karte, kann man ja auch Plastik bezahlen. Was Sie mitgebracht haben, was Sie zum Tauschen hier einbringen können. Das Ziel hier der Veranstaltung war, Menschen zu Undenkbaren zu bewegen. Da hoffe ich mal, dass mein Ansporn zum Tauschen Sie zu undenkbaren Taten anstiftet. Danke ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.